fertig gemacht. Aber vielleicht muss er dazu auch noch dahin laufen, wo man ihn angreift. Lol, er wollte Midgard töten, zerstören. Ich hätte mal heilen sollen. So, Ultima-Strahl, jetzt geht's richtig los. Nee, ich mach erstmal eine richtige Heilung. Du machst wieder dein Komet erstmal. Okay, am Schaden ändert es auf jeden Fall nichts. Schön, das waren glaube ich 5 Attacken. Konter! Super! So, jetzt Hast und danach Regene und dann Ultima. Jetzt wollte er davor länger als 3 Runden überleben. Bäm. Nicht? Ach, oder das war so, dass das Spielchen jetzt 2-3 Mal läuft. Bis dahin habe ich kein Mana mehr. Zumindest müsste ich mich dann nochmal Mana heilen. Wo ist er hin? Jetzt muss ich ihn suchen. Ich kann jetzt irgendwo rumfliegen. Da ist er. Ein Glück, dass uns das nicht trifft oder irgendwas zerstört. Puh, schwängert. Das war der Crit. 1,7 ist normal. Geil. Warum hat sie ihm auf den Kopf genommen? Schon wieder überhaupt nichts ausgehalten. Nicht in Reichweite. Dann steige ich mal kurz aus und esse wenigstens mal ein Zelt. Und speichere vielleicht nochmal. Hey, ist sogar da. So, mein Freund, wo bist du? Fahr mal landeinwärts. Tja, es ist auch immer so ein bisschen Glückssache. Kann hier überall sein. Wenn ich wüsste, wo sein nächstes Ziel ist. Aber das kann ich ja auch machen. Die einzelnen Dörfer abfliegen. Hier will ich ja jetzt gleich sowieso noch hin. Das war ja mein eigentliches Ziel. Da diese Materie noch zu suchen.
beim Fort Condor, Midgard, alles auf demselben Kontinent gewesen. Ich weiß ja gar nicht, ob das zufällig vielleicht ist. Oder ob das vorgeschriebene Gebiete sind, wo er hält. Diesmal versteckt er sich gut. Hat Angst bekommen. Ich an seiner Stelle auch. Ich gehe gleich nach Junon. Kein Bock jetzt auf stundenlange Suchen. Zeige dich, wenn du bereit bist zu kämpfen. Stimmt, ich hätte... Oh, ich wollte gerade sagen, hier hätte er sein können. Weil mir fällt gerade ein, dass hier, glaube ich, der Endkampf war. Auf dem Luftfisch wieder, genau. Ich glaube, das ist jetzt wirklich der letzte. Ich auch seine Limit-Attacke nachmachen kann. Das könnte ich eigentlich auch mal ausprobieren. Die Welt sieht irgendwie komisch aus im Hintergrund. Sechsmal sogar. Und er läuft nicht weg. Also hält er schon mehr aus als sonst. Das könnte vielleicht Schaden machen. Ein einzelner. Ah, das war seine Ultimate-Fähigkeit. Ah, mir fällt gerade ein, ich glaube, es gibt sogar... Ich glaube, das hätte ich sogar lernen können. Ultima Weapon besiegt, Erfolg bekommen. 35.000 Erfahrung, 3.500 AP. Da ist natürlich umso ärgerlicher, dass unten Sid tot ist. Bei 3500 AP hätten ihn auch gut getan. 25.000 Gold und ultimatives Weapon. Dieser Krater ist jetzt dank Weapon. Oh, hätten sie aber auch mal eine kleine Sequenz machen können. Aber wie wir sehen, hier kommen wir ja auf jeden Fall hin. Und durch diesen Krater könnte man jetzt auch hier oben zu dieser Reptilienstadt, wo wir ja schon waren. Hoch. Sprich, wenn man kein goldenes Schokobo gezüchtet hätte, beziehungsweise ein schwarzes, reicht ja... Oder schon ein blaues, um Berge zu erklimmen zumindest. Ach ne, blau war Wasser, Flüsse. Grünes war Klippen. Um da hinzukommen. Ultimatives Weapon ist eine Waffe für Cloud. Hoppala. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Zack. Kein Wachstum, aber alle Werte hoch und alle Fassungen doppelt. Schön, schön. Aber Wachstum ist mir momentan noch wichtig, weil sonst könnte ich auch die hier nehmen. Könnte ich auch so eigentlich. Warum habe ich das nicht drin? Das Superschwert haben wir doch schon lange. Weil die Garte so weit runtergehen. Dreifach. Oh, er hat gar kein Level mehr. So.
Das nächste Schokobo? Ach, Schokobo. Weapon ist hier, in der Wüste und das eine im Wasser. Habe ich eins vergessen? Ich glaube nicht. Oh, schade, ich würde gerne oben landen. Lol. So, nochmal speichern. Ach ja, er ist ja gestorben, dadurch hat er keinen Hyper mehr. bis 28 sind 40 Minuten. Das passt ja fast. Eine Stunde habe ich in etwa Zeit. Sprich ungefähr 10-15 Minuten noch. Ui, wen haben wir hier? Hatte ich den schon mal? Auf jeden Fall sah er ziemlich cool aus. Vor allem der Kampf kam beim Reingehen in die Stadt. Da ist ja immer noch so eine Millisekunde, bevor man jetzt in der Stadt zählt. Aber trotzdem, der Ladebalken ja schon da ist. Na gut, 10 Chill, habe ich gerade so noch über. Schnell rein mit dir. So, mal hoffen, dass ich das richtige Geschäft schnellstmöglich finde. Und mal hoffen, dass ich mich nicht geirrt habe. Dass ich mir das einfach nur zurecht halluziniert habe. Mit dem Wiederbelebungszauber. Kann echt sein, dass es auch von Final Fantasy 8 oder 10 oder 12 oder 13, obwohl 13 nicht. 12 eigentlich auch nicht. Wenn, dann 10 oder 8. Beziehungsweise in den ersten 6 gab es ja die gleichen Zauber eigentlich auch. So, alter Mann, hast du Materie? Ich kann es einfach nicht glauben. Ich hätte nie gedacht, dass ein Ungeheuer wie Weapon wirklich gibt. Toll, wenn Weapon seine einzige Sorge ist. Versiegelung haben wir auch noch nicht. Wiederbelebung. Ich hatte recht. Aber wenn ich jetzt hier schon mal bin, dann gucke ich auch noch mal schnell in die anderen Geschäfte rein. Los. Die kriegen mich nicht. Die Weapon der Meteor. Nicht mal schlechte Kunden kriegen mich runter. Ich wollte eigentlich sowieso schon mal längst wieder hierher, weil hier eigentlich ja noch neue Ware sein sollte. Und hier gab es ja eine Stelle. Achso, da unten ist nur dieser fortgeschrittenen Club. Wo noch ein Item war. Oder eine ultimative Limit-Attacke oder irgendwas. Genau, das ist da oben. Was da in der Mitte liegt. Muss ich mal im Internet gucken, wie man da rankommen soll. Vielleicht muss ich auch einen anderen aktiven Charakter ausgewählt haben. So, hier müsste ich erst rumgehen. Dann gehe ich lieber gleich hier durch, weil wenn ich mich nicht irre, dann ist das die Abkürzung rüber. Achso, das war ein Laden. Aber ist man hier nicht während der Versammlung auch durch? Seit sich ein Weapon dran zu schaffen gemacht hat. Als ob. Die Weapon und der Meteor haben alle verscheucht, aber ich sitze hier betrunken wie immer. Ich komme nicht zum Barmann durch. Ich wundere mich gerade wirklich, dass ich jetzt hier in dem Geschäft gelandet bin. Oder es war ein anderer Durchgang.
während des Festivals.